Hallo und willkommen bei der Steinezeit. Wir sind bei Video 202 angelangt und im heutigen Video bauen wir hier hinten weiter am Bahnsteig. Das Ganze hier verhübschen, ergänzen. Ich habe ja mittlerweile die graue Baseplate hier bekommen und dann hier hinten auch noch eine schmale graue Baseplate. Das fügen wir ein. Dann tun wir hier verhübschen, Parkplatz ein bisschen machen. Den Grundriss für das Gebäude fangen wir an. Mal schauen, wie weit wir da kommen mit der ganzen Sache. Ein bisschen Gleisunterbau hier vorne wieder reinsetzen. Und am Ende vom Video werden wir uns nochmal hier kurz das Fahrgestell anschauen. Das ist das Fahrgestell vom Polar Express. Wir haben ja im letzten Video die Waggons hier angeschaut und wir konnten ja auf den Bergen nur mit zwei Waggons fahren. Auf der Ebene, muss ich sagen, klappt es wirklich hervorragend mit zwei Zugmotoren. Nur bei mir in der hügeligen Anlage ist das Ganze ein bisschen schwierig. Und jetzt bin ich am Bauen und am Schauen, wie wir denn hier ein Fahrgestell oder eine Lok, wie wir da noch was machen können mit Motor einbauen. Und es könnte vielleicht sein, dass ich doch langsam eine Lösung finde, um das zu realisieren. Ja, also ich fange an erstmal hier mit Bauen und dann melde ich mich wieder mit den einzelnen Baufortschritten. Also bleibt dran. Der erste Bauabschnitt ist fertig und zwar habe ich jetzt hier vorne erstmal angefangen mit den Schienen wieder das Gleisbett schön zu machen und wir hatten ja ein Video, wo ich euch gefragt hatte, wie wir das machen sollen und da war dann das Ganze hier so gestaltet und es sind dann so viele unterschiedliche Antworten gekommen, dass ich mir gedacht habe, ich versuche jetzt ein bisschen Mix aus allen zu machen. Und habe das jetzt so gestaltet, dass ich alles untergebracht habe. Ich habe jetzt hier Sequenzen mit den Hellgrau und den Dunkelgrau. Ich habe die runden Steine drin, ich habe ein paar eckige drin und habe das jetzt hier recht unterschiedlich gestaltet. Und ich denke, das ist doch eine ganz gute Kompromisslösung. Das hier vorne werde ich wahrscheinlich nicht anpassen, das lasse ich so wie es ist. Das Klappern war jetzt das Kabel, falls ihr euch fragt, was das für ein Geräusch war, sorry. Ja, und dann habe ich hier hinten angefangen mit dem Bahnsteig. So soll das Ganze jetzt ausschauen. Da hier kommen nochmal eine Reihe Blades rein hier drin, das machen wir nochmal zu. Das habe ich jetzt so gelassen, um euch nochmal zu zeigen, dass ich hier wieder meine alten Steine und Steine, die ich so rumliegen habe, verwende für den Gleisunterhalt, für den Unterbau zum Stabilisieren. Dann kommt hier so eine schräge Rampe rauf, damit man auch rauflaufen kann oder mit einem Rollstuhl, je nachdem, wie man es möchte. Und auf der Fläche oben drauf sollen irgendwann auch nochmal Fliesen kommen. Ja, ich mache weiter. Ich würde jetzt dann sagen, ich tue hier hinten den Abschnitt zu den Bahngleisen noch ein bisschen verhübschen. Und dann schauen wir uns mal an, wie wir später dann langsam an den Grundriss für das Gebäude hier gehen. Also bleibt dran. Der Grünstreifen ist fertig zum Bahnsteig hin und dann habe ich jetzt teilweise schon den Parkplatz hier gefliest und gemacht. Und das Ganze habe ich jetzt mit Flügelplatten gemacht, um hier eine schöne, saubere, schräge Abschlusskante zu bekommen. Einmal mit den 2x3 Noppenplatten und dann bin ich übergegangen auf die 2x4 Plates. Und dann schaut es hier sauber und ordentlich aus. Jetzt tun wir noch ein bisschen Pflanzen hin, noch ein bisschen Grünzeug und dann zeige ich euch das Ganze wieder. Ja, es ist alles wunderschön grün und bepflanzt. So schaut das Ganze jetzt aus. Und wir haben hier auch jemanden, der schon sauber macht und kehrt, einen kleinen Bahnmitarbeiter. Ich denke, das ist ganz hübsch. Dann können wir jetzt hier auch ein Auto hinstellen. Es parkt, so ist auch reichlich Platz dazu. Und jetzt können wir uns hier an ein kleines Gebäude hinwagen. Ja, ich fange an mit dem Grundriss und dann zeige ich euch das Ergebnis wieder. Ich mag es spannend. Ja, so schaut momentan der Grundriss aus. Ich habe jetzt das Teil so gemacht, dass ich es herausnehmen kann. Das ist eine Blade, dann kann ich das auch drüben schön bauen, das Haus. Unten drunter schaut es so aus. Hier hinten kommt dann noch so eine Säule hin mit Mauersteinen. Und wenn ich das dann wieder draufsetze, dann passt das genau hier rein. So, und der Rand, wo hier dran ist, da kommen dann Fliesen hin an dem ganzen Stück. Und dann schaut es auch sauber und ordentlich aus und passt auch zusammen.
Ja, ich mache jetzt dann noch die erste Steinreihe rein und schau mal, wie weit ich komme. Ich habe jetzt nicht genügend von diesen Einzelblades hier, die ich brauche. Halt, da sind sie von denen hier. Aber wir gucken mal, wie weit wir kommen und was wir machen können. Und dann zeige ich euch das Ganze und danach geht es nochmal an die Lok vom Polarexpress. Wir haben einen finalen Stand für die heutige Folge. Wir haben viel erreicht. Die Schienen sind hier fertig gebaut worden. Wir haben zwischen den Schienen das Ganze reingemacht. Ich habe am Bahnsteig hier gebaut und wir haben hier hinten, oben drauf, schön begrünt. Ich habe den Parkplatz hier soweit fertig gebaut. So schaut das Ganze hier aus. Es ist jetzt schwierig, hier über die Anlage drüber zu langen. Ja, wir haben Figur da und wir haben jetzt hier eine kleine Lagerhalle. Werkstatt hätte ich was gesagt. Lagerhalle, den Grund ist schon mal gebaut und ich habe jetzt hier doch schon recht viel geschafft. Ich bin mit meinen Einzelblades noch weit gekommen und ich habe das jetzt so in Dark Red ausgemauert mit braunen Steinen, dann so eine Art Fachwerk dargestellt. Da kommt dann oben noch eine rein mit Steinen oder zwei oben drauf, dann machen wir das Dach dazu. Hier hinten habe ich eine kleine Laderampe hingebaut, damit der LKW auch schräg ranfahren kann. Ich gehe da mal ein Stück vor. So, dann habe ich teilweise gefliest, den Rest machen wir später, da muss ich wieder irgendwo mal Fliesen bestellen. Ich habe zwar noch einige, die möchte ich aber für die Straße dann weiterhin auf der Seite verwenden. Ja, schaut ganz gut aus mittlerweile. Dann die Frage, habt ihr die Katze gesehen? Könnt mir gerne schreiben, wer da mitmachen möchte beim Suchen. Die war auch mal hier kurz zu sehen auf der Anlage. Und jetzt schauen wir uns noch mal kurz hier die Lok an oder das Fahrgestell vom Polarexpress. Ich habe ja erst gedacht, es geht nicht mit Motoren einbauen. Und jetzt habe ich mir noch mal einige Videos angeschaut. Da gibt es drei Leute, die machen da ganz tolle Sachen. Das ist die geklemmte Reichsbahn. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. Der Martin und der Bernhard Nobis. Und die machen das praktisch jetzt so, habe ich in aktuellen Videos gesehen, dass die zwei Motoren gegenläufig hinsetzen und ein Zahnrad oben drauf sitzen. Teilweise ist das Zahnrad auch dann unten dran und damit tun sie die Räder antreiben. Und ich habe jetzt es so gemacht, dass ich nur noch das erste und das dritte Rad angetrieben habe und die anderen laufen praktisch leer. Und unten drunter schaut es dann so aus, das Gestänge. Und dann läuft es ganz gut. So, jetzt habe ich hier meine ersten Probefahrten gemacht und die Lok wieder aufgleisen. Und leider habe ich festgestellt, dass der vordere Motor nicht richtig arbeitet. Der ist kaputt, der eiert. Das war der, was ja in dem Paket von Lesti dabei war. Den werde ich rausschmeißen müssen. Und jetzt werde ich aber das so machen, der kommt raus. Ich werde den Motor nach vorne hinsetzen und ich werde dann probieren, das Ganze mit einem Motor laufen zu lassen, damit die Räder angetrieben werden und dann kommen in den Tender zwei Zugmotoren rein und das sind dann so die nächsten Arbeitsschritte. Weil die Problematik ist immer noch hier den ganzen Aufbau von der Polarexpress-Lok drauf zu bekommen. Und ihr seht, ich habe hier dieses runde Teil hier dran, diese Zylinder. Da ist hier auf der Seite auch noch einer und das muss eingebaut werden. Und wenn der Motor drin ist, gibt es da Probleme. Und ich habe ja mal gesagt, dass das gar nicht so einfach ist. Und es liegt daran, der Motor schaut halt dann einfach unten drunter raus und man sieht es. Das werde ich aber jetzt in Kauf nehmen. Dafür habe ich dann eine Motorisierung drin. Ich halte euch auf den Laufenden, wie es weitergeht. Und zeige euch dann das Resultat und ich hoffe, das funktioniert alles. Ich tue jetzt noch mal eine kleine Vorbereitung treffen, dann machen wir noch eine kleine Zugfahrt. Also bleibt dran. So, los geht's. Welcher wird es wohl sein von den beiden? Ne? Wir fahren mit dem IC. Mein Lieblingszug ist echt klasse. Die Lok hier vorne, die ist ja von mir umgebaut worden auf Powered Up und hat einen Farbsensor auch drin, damit man eventuell auch das Ganze mit Automation fahren lassen kann. Da gibt es in den älteren Videos mal was, wo ich das zeige. Und falls euch interessiert, wie ich die Lok umgebaut habe, ich glaube, da gibt es kein Video, schreibt mir doch einfach mal. Dann können wir mal ein kurzes Video machen, dann zeige ich euch die Details dazu, wie ich das umgebaut habe auf Powered Up.
Er fährt einfach gut, er ist sehr leicht, dieser Zug, mit diesen Waggons hinten dran von Lego. Also ich brauche da wirklich nur einen Motor. Und da sieht man, was Gewicht alles ausmacht bei der Anlage und beim Fahren. Und der fährt natürlich flott und schnell, ne? So, jetzt fahren wir da außen rum. Langsamer durchs Wohngebiet. So. Abbremsen und dann fahren wir einfach mal an unseren schönen neuen Bahnsteig hin. Bleiben hier stehen, nun mal die Ansicht genießen. Schaut ganz gut aus, denke ich, wenn das Ganze fertig wird. So, und weiter geht's. Ich bin jetzt nur auf Fahrstufe 2, geht's mal auf Fahrstufe 3. Und dann seht ihr es, der auch in der niedrigen Fahrstufe hier schön langsam gemütlich den Berg hochfährt ohne große Probleme. Ich muss jetzt nochmal auf Fahrstufe 4 geschalten. Das ist schon gut von 10 Fahrstufen. So, rein in den Bahnhof. Und weil er so schön fährt, machen wir noch eine Runde. Ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht hier drüben doch ein paar Kleinigkeiten mache an dem Eck, dass das nicht mehr ganz so schlimm ausschaut. Dann müssen wir vielleicht 2, 3 Folgen mal investieren. Schauen wir uns nochmal die Gesamtansicht an. So, und da kommt er wieder. Jetzt durch mal ein bisschen beschleunigen. Machen wir mal einen Schnellzug draus. Ja, da noch mal flott runter. So, und das soll's gewesen sein für heute. Wir haben sehr viel geschafft, eine tolle Zugfahrt. Es geht hier voran und man kann sich dann schon vorstellen, was hier noch so alles kommt. Wenn euch das Ganze gefallen hat, abonnieren. Ihr könnt mich gerne unterstützen, indem ihr die Links zu Klemmbausteinwelt, Bluebricks verwendet oder vielleicht auch über eine Kanalmitgliedschaft nachdenkt. Ansonsten lasst es euch gut gehen, bleibt dran, bis zum nächsten Mal.